Die Wesermarsch hat eine neue Kantorin und die hat ihren Arbeitsplatz in Berne und auch in der gesamten Oldenburgischen Landeskirche. Denn sie ist nicht nur Kirchenmusikerin in unserem Kirchenkreis, sondern darüber hinaus auch noch Orgelsachverständige für die Oldenburgische Landeskirche. Und damit ist das kreiskirchliche Musikkonzept umgesetzt, welches die Frühjahrssynode im letzten Jahr beschlossen hatte. Dafür stellte die Oldenburgische Landeskirche zusätzliche Mittel zur Verfügung, um die Kirchenmusik in ihren einzelnen Kirchenkreisen zu stärken. Somit können auch im Kirchenkreis Wesermarsch künftig 3 hauptamtliche Kirchenmusiker eingesetzt werden. Bisher gab es nur in Blexen und in Brake eine Kantorenstelle. Seit November ist sie nun im Amt und betreut nicht nur die Kirchenmusik in der südlichen Wesermarsch, sondern bringt ihren Sachverstand für Orgeln in die umfangreiche Orgellandschaft der Oldenburgischen Kirche ein. Fast 230 Orgeln sind da zu betreuen. Wir haben sie einmal in der St. Egidius-Kirche in Berne besucht. Schaufensterkirche in Berne, in der Kirche vor der Orgel. Meine Gesprächspartnerin ist die Kantorin Kwastkawa. Und ja, ich habe das nicht ganz richtig ausgesprochen. Denn, ja, danke schön, aber Sie dürfen es dann jetzt nochmal sagen, damit alle wissen, wie Sie wirklich heißen und ausgesprochen werden. Natalia Gwastkova. Gwastkova. Ich habe gelernt. Ja. Und Sie sind hier Kantorin. Was machen Sie da? Ja, seit dem 1. November letztes Jahres, 2014, bin ich hier Kantorin. Zu meinen Aufgaben gehört das Orgelspiel in den Gottesdiensten, Kasualien und Konzerte. Und ich leite den Chor, die Kantorei Berne und den Posaunenchor Berne. Das ist ein weites musikalisches Feld, vor allem kirchenmusikalisch hier in Berne, das Sie da beackern. Ja, das macht eigentlich jeder Kollege von mir. Also jeder Kantor hat im Studium 2 Hauptfächer, Orgelspiel und Chorleitung. Aber Sie haben noch eine Aufgabe hier mehr, die über Berne hinausgeht und über Chorleitung und Orgelspiel auch. Ja, das ist genau das, was für mich diese Stelle attraktiv gemacht hat und mich dazu bewegt hat, mich hier zu bewerben. Ich bin die Orgelsachverständige für die ganze Oldenburgische Landeskirche. Vom Dümmer bis an die Nordsee, von der Weser bis fast an die Ems. Und das sind ja eine ganze Menge auch richtig bedeutende Orgeln, die Sie dann betreuen. Genau, das war auch der Grund, warum ich nach Oldenburg gehen wollte, weil hier im Norden, im nordischen Bereich und auch im südlichen Bereich stehe, ganz interessante Orgel aus verschiedenen Jahrhunderten und meisten sind aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Eigentlich die Blütezeit der Orgelkultur. Wenigstens in Norddeutschland. Ist das dann die Zeit norddeutscher Orgelbarock oder was muss man sich da vorstellen? Ja, mit den Begriffen würde ich wahrscheinlich jetzt nicht spielen. Aber ja, wenn man über die Orgelmusik spricht, denkt man sofort an Johann Sebastian Bach, ja, der aus Thüringen stammte und in Sachsen wirkte und der hier in Norddeutschland gewesen ist. Er ist ausgewandert, um diese Orgellandschaft und damalige Orgelmeister auch kennenzulernen. Und ich glaube, der war davon begeistert, was man in seiner Musik hört. Es hat Spuren auch in seinen Werken hinterlassen, was er hier vielleicht kennenlernen konnte. Auf jeden Fall. Sie kommen gar nicht ursprünglich aus Oldenburg. Sie haben andere Wurzeln. Mögen Sie dazu auch was erzählen? Ja, weder aus Oldenburg noch aus Deutschland. Ich bin in Russland geboren und zufällig in Leningrad, damals in Leningrad, ja, heutzutage in St. Petersburg. Aber das wirklich, das war Zufall und kein Zufall. Meine Oma stammt aus dieser Gegend und meine Mama hat da eine Lehre gemacht und so bin ich da zur Welt gekommen. Aber groß geworden bin ich im Süden Russlands, nee, damals Sowjetunion, ja, in der Ukraine, am Schwarzen Meer, in der Region Bessarabien. Und studiert habe ich in Saratow an der Wolga, Mittelwolga. Und dann irgendwann kam ich nach Stade und habe die norddeutsche Orgeln kennengelernt und war davon sehr fasziniert.
so dass ich mich entschieden habe, hier zu studieren. Und wo haben Sie dann hier studiert? In Bremen. Hochschule für alte Musik ist das, oder? Nein, das ist eine Hochschule für Künste, darstellende Kunst und Musik. Und die Hochschule hat eine große Abteilung für alte Musik und Kirchenmusik. Und da haben Sie studiert? Ja. Dann waren Sie ja damals schon fast in der Nachbarschaft von Berne. Genau. Gut, ich... Einmal über den Fluss. Ich danke Ihnen für das Interview. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen an dieser Orgel, in dieser Gemeinde, an und für all die Orgeln im Oldenburger Land. Herzlichen Dank. Ich danke auch.